Beim letzten Mal sind wir im Vulkan Aldin stehen geblieben, wo wir im Knast waren. Ja, wir waren im Goblin-Knast. Müssen jetzt ausbrechen. Und natürlich... Nee, Kluft ganz richtig, glaube ich. Wir müssen nämlich jetzt hier hinten hin. Und da wir jetzt diese wunderschönen Bomben haben, können wir uns durch die Welt bomben. Durch die Welt eher sprengen, aber... ist fast dasselbe. Und ich sehe unser Schwert. Sehr geil. Wir haben endlich unser Schwert wieder. Yay. Schild ist egal, aber Schwert brauche ich. Geil. Da haben wir das Schwert wieder zurück. Vielen Dank, Gebieter. Bitte entschuldige, dass ich eben nicht bei dir war, Gebieter. Ich habe dort hinten rechts eine starke Präsenz gespürt. Es besteht zu einer Wahrscheinlichkeit von 60%, dass es sich um den Drachen handelt, der also eine Stimme des Hellenliedes hütet. Ich empfehle dir, deine restliche Ausrüstung zu sammeln und dich auf deine Suche zu machen. Ja, so einfach gesagt wie getan, ne? Ja, okay, das wird hier nix. So, wie sieht's hier aus? Hier hinten bewachen die schon wieder. Warte, das ist bestimmt mein Schild oder sowas. Oh, danke, Fee, komm her. Oh, was ist denn hier? Ich dachte, ich hab alles. Dann ist das wohl wahrscheinlich das letzte Item, was mir noch fehlt. Oh, schade. So, aber wir müssen ja hier weiter, oder nicht? Ach, ich denke einfach, wir gehen ja erstmal weiter, mal gucken, was passiert. Halt, warte, ich muss doch das Item holen. Also wenigstens mein Item sollte ich holen, ne? Achso, ich wollte gerade sagen, komme ich jetzt ja nicht mehr zurück, aber doch, 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 doch. Okay, hier müssen wir noch irgendwas tun. Gucke, das geht doch. Zwar habe ich gefühlt 100 Versuche gebraucht, aber egal. Bitte lass das Schild drin sein. Meine Abenteuertaschen. Oh, mit allem. Außer das Schild natürlich. Ach doch, das Schild ist immer bei mir. Wie komme ich jetzt hier raus? Ach so. Hä? Oh ja, danke schön. Ja, danke schön. Meine Güte, gebt mir alle auf Keks. So, weg mit euch. Gesindel. Och, ihr auch noch hier, bitteschön. Nein. Tu das hier, genau. Hier geht's hoch. Ach so. Jetzt habe ich auch. Verstanden, wo ich hier weiterkomme.
So, jetzt lass uns weitergehen. Wir haben ja schließlich alles. Easy. So, und jetzt brauchen wir wahrscheinlich den Pfeil und Bogen, um hier weiterzukommen, Fragezeichen. Nee. Ach, wir brauchen den Käfer. Weil ohne den Käfer würden wir auch nicht weiterkommen. So, und hier müsste doch der Feuerdrache sein, oder? Das sieht so aus. Oho, ein Mensch schafft es, dieses heiße Land zu durchqueren. Sieh an, sieh an. Du trägst das heilige Symbol auf deiner Hand. Vor langer Zeit hat mir die Göttin eine Weise anvertraut. Und du bist derjenige, der für sie hütet. So sei es, Menschenkind, höre meine Stimme des Helmliches. Und du hast die Stimme des Heldenliedes erlernt. Der Ausbruch des Vulkans war das Werk meines Zorns. Und du bist hineingeraten. Verzeih mir, schon bald werden sich Erde und Himmel in ein freundliches Licht färben. Jetzt kannst du aufbrechen. Oh, sehr schön. So gefällt mir Aldin doch schon besser. Und so kann ich auch endlich mit allen dreien Flammen, wollte ich gerade sagen, mit allen dreien Stimmen zur letzten Stimme gehen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Eruption des Vulkans ist zu Ende. Es ist nun möglich, wieder zurück ins Wolkenhock zu reisen. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun alle drei Stimmen des Liedes gelernt. Um die einzelnen Stimmen richtig zusammenzufügen und die letzte Stimme zu erhalten, besuche den Himmelsgeist Narisha. Bin ich schon unterwegs, Leute. Und dann sind wir schon bald bei den Nebenquests angekommen. Ich freue mich wirklich mega drauf. Wir haben ja schon echt, also das Spiel ist ja schon echt eigentlich schon durchgefühlt. So, und wir gehen jetzt. Einmal haben wir drüben sowieso noch eine Kiste. Die haben wir am Vulkan Eldin bekommen. Lol. Die holen wir uns ab. Und dann gehen wir zu Narisha. Eigentlich kann es ja nichts Besonderes mehr sein, aber wir bekommen trotzdem eine... Die fünfte Flasche. Wir haben die 100% bei den Flaschen. Lol. Ja gut, die habe ich nebenbei so gemacht, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann kann es ja wirklich aufgehen. Zum Heldenlied. Narisha, wir kommen. Wir sind schon gleich da. Warte, 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 warte. Jetzt sind wir da. Wir haben es geschafft. Sieh an, du hast alle drei Drachen getroffen. Ihre Stimmen gelernt, du bist wirklich etwas Besonderes. Ich will mein Versprechen halten. Lausche mir, wie ich dir die letzte Stimme präsentiere.
Du hast die letzte Stimme des Himmelslied. WTF? Nun ist das Heldenlied aber wirklich vollständig. Mehr muss ich dir nicht sagen, oder? Dieses Lied öffnet den Eingang zur Prüfung. Wenn du diese Prüfung, die sich irgendwo im Wolkenmeer verbirgt, bestanden hast, öffnet sich der Weg, der mit dem Triforce verbunden ist. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Auf einer der Inseln im Wolkenmeer findest du den Eingang zu Siren, der sich mit dem hellen Lied öffnet. Finde ihn mit der Aurasuche. Brauchen wir nicht. Denn erstmal... Lol. Erstmal werden wir Aufgaben, Missionen machen, die wir noch machen müssen. Da gibt es ja noch einige zu tun. Einige meine ich wirklich einige. 4 Stück, um genau zu sein. Die werden wir vorher noch absolvieren. Und dann reisen wir... Oder werden wir den Eingang zu Siren öffnen. Ist natürlich noch, trotzdem noch ein Stück Weg. Aber wir werden jetzt gleich sehen, wie schnell sowas vorangehen kann. So, nun erstmal müssen wir die Missionen annehmen. Da haben wir zum einen hier den Wahrsager, der nicht da ist, warum auch immer. Er ist einfach spurlos verschwunden. Aber was ist mit ihm hier? Hihihi, na kleiner Mann, du scheinst ja mächtig was ins Zeug zu legen. Soll ich dir für ein Getränk einladen? Gerne, warum nicht? Das wollte ich hören, also dann, hoch die Tassen, Jungspund. Dieses Gebräu hier ist, ja, fantastisch, richtig lecker und fruchtig. Ich werde dir einen guten Rat geben, kleiner Mann. Also, hör mir gut zu. Wenn du durchs Wolkenmeer fliegst, wirst du manchmal Felsen sehen, in denen sich Löcher befinden. Ich habe gehört, dass sich in diesen Löchern Energie sammelt. Wenn du da mit dem Wolkenvogel durchbretterst, nimmt dein Wolkenvogel diese Energie auf sich und wuff, nutzt die Energie, fliegt schneller durchs Wolkenmeer. Nur dann kannst du dich einen echten Ritter nennen. Wow. Diesen Tipp hätte man mir zu Anfang geben können. Kenne ich zwar immer noch den Tipp, aber hey. So, sonst, was willst du denn, liebe Gebräu? Frau. Ja, gut zu, mein Lieber. Ich habe dir ein neues Rezept fertiggestellt. Ich nenne es das Wundergebräu. Ich nenne dieses Wundergebräu den Ausdauertrank. Na, klingt das nicht großartig? Wenn du diesen Trank zu dir nimmst, verringert sich deine Ausdaueranzeige für eine gewisse Zeit langsamer. Zugegeben, dieser Trank ist ein wenig teuer, aber dafür einfach unglaublich praktisch. Das musst du zugeben. Stelle dich wie immer einfach davor und sprich mich an, ob du eine Flasche kaufen willst. Nein. Nein. Okay, dann gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Erstmal geht's zum Wahrsager Amadin, denn er ist ja nicht mehr in seinem Markt. Wir müssen mal gucken, was mit ihm los ist. Oh, und er sieht nicht glücklich aus. Es ist vorbei, es hat keinen Sinn mehr, es ist alles aus. Mein Kristall ist kaputt, so kann ich nicht mehr in die Zukunft sehen.
Meine sanften Augen sind betrübt und gebrochen, so wie mein wunderschöner Kristall. Aha, wenn ich bloß einen neuen Kristall bekäme. Ah, da fällt mir ein, du bist ja doch dieser Junge, der neulich den Propeller aus der Welt von unter den Wolken hergebracht hast, oder? Um ehrlich zu sein, ist mein Kristall auch ein Gegenstand aus der Welt unter den Wolken. Die Ahnen von diesen Doruko aus der Werkstatt haben ihn einst geborgen und Doruko hat ihn dann mir verkauft. Also vielleicht gibt es ja da unten nur noch einen Kristall, der so ist wie meiner. Würdest du vielleicht danach suchen? Ja, na klar. Das ist wundervoll. Du bist meine Rettung in der Not. Laut dem Roboter aus der Werkstatt gibt es solche Kristalle in einem Gebäude am Vulkangipfel. Ich kann den Kristall, den diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aurasuche festlegen. Falls du dich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befindest, musst du diese natürlich entfernen. Ja, okay, ist in Ordnung. Ich bitte dich, Yoga, Freund, ohne Kristall kann ich nicht mehr in die Zukunft sehen. Und ohne meine Fähigkeiten werde ich auch keine große Hilfe sein. Also, ich warte auf meinen neuen Kristall, junger Mann. Alles klar. Dann, ihr wisst ja, Vulkangipfel von Eldin. Reist am besten hier zum Tempel, also wirklich zum Tempel in der Nähe. Und dann müsst ihr... Ja, so nicht. Das tut ihr definitiv nicht. Ihr müsst euren Enterhaken rausholen. Habt ihr das gesehen? Da. Ja, dafür müssen wir auf die erhöhte Plattform stehen. Natürlich. Ach, als ob man Link, ey. Du bist heute ein kleiner Ärgerbolzen, ne? Gibt's doch wohl gar nicht. Du musst doch nur dahin. Jetzt. So. Und diese Kristallkugel wird es sein. Du hast einen Kristall gefunden, der dem Wahrsager ähnelt. Er scheint sich als Kristallkugel verwenden zu lassen. Soll ich den Roboter rufen? Ja. So, dann bringst du den jetzt nach oben. Hallo, Trapo. Würdest du den mit nach oben bringen? Herr Defy, ihr habt mich gerufen. Lass euch abtransportieren. Alles klar. Das ist ja nicht mal so schwer. Das hätte ich auch tragen können. So, damit können wir wieder zurück. So einfach war das. So, da sind wir auch wieder und haben ihn seine Kristallkugel mitgebracht. Die Lieferung ist da. Ein schöner, glitzernder, glänzender Kristall für Sie. Bitte sehr. Ruf mich jederzeit, wenn du wieder was brauchst. Oh, das ist doch... Dieser Kristall ist genauso wie mein Alter. Oh, ich spüre. Sei deine Güte, junger Freund. Nun kann ich endlich wieder in die Zukunft sehen. Besuche mich doch im Bazar, wenn du meine Hilfe brauchst. Ich werde dir natürlich einen Sonderpreis machen. Und 5 Juwelen der Güte. Ja. Oh, da bist du ja, Link. Konntest du mit einer Riecher reden? Großartig. Du bist wohl tatsächlich etwas, das dich von uns unterscheidet, nicht wahr? Du und dein roter Wolkenvogel, ihr beide werdet bestimmt jedes Abenteuer erfolgreich bevorstehen. Aber vor dir liegt noch ein sehr steiniger Weg. Bleib also stark. Übrigens, ich habe eine Bitte an dich. Würdest du mir zuhören? Du weißt es bestimmt bereits, aber ich gelte hier im Wolkenhort als so etwas wie ein Experte für Pflanzen. Nun, im Grunde habe ich diesen Titel nicht mir selbst verliehen. Es ist nur so, ich habe bereits alle Pflanzen, die im Wolkenhort vorkommen, gesammelt. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer neuen Pflanze, die ich erforschen will. Was sagst du, würdest du nicht für mich auf die Suche nach einer solchen Pflanze gehen? Ohoho, ich war mir sicher, dass du mir helfen würdest, Link. Könntest du mir denn eine neue Pflanzenart suchen und sie mir zu mir bringen? Ich kann die Pflanze, die diese Person sucht, im Ziel eingeben. Ja.
Also viele muss ich jetzt nicht mehr vorlesen, weil ich glaube, das kennen wir jetzt. Das Prozedere. Sehr schön. Dann haben wir das auf jeden Fall auch. So, Kabocha, du hast auch noch für uns einen Auftrag. Hallo, nochmal vielen Dank, dass du mir beim Tragen der Kürbisse geholfen hast. Jetzt können wir uns endlich dem Pflanzen neuer Kürbisse widmen. Leider ist das Pflügen des Feldes für mich heute so anstrengend. Doch wo finde ich jemanden, der genauso stark ist und mir bei die Arbeit abnehmen? Ich kenne da jemanden. Wirklich? Dann sollte ich diese Person vielleicht auch mal kennenlernen. Falls du ihr begegnest, bitte sei so lieb und bringe sie zu mir. Tust du mir den Gefallen? Wahrscheinlichkeit, dass du für deine Hilfe... Ja, okay, das ist mir klar. So, jetzt haben wir das Kürbisfeld drin. Glücklicherweise weiß ich, wo die sind. Auf erstmal zum Viehwald der Fione. Hier ist nämlich unser erster Kandidat. Mit dir reden wir nämlich. Oh, du bist es mal wieder. Kombus kleiner Schultern tun weh vom Verstecken. Welche Schultern? So eine Frechheit. Auch wenn Kombus Schultern nicht so stark und kräftig sind, hat Kombu trotzdem welche. Aber Kombu ist ganz schön müde vom ständigen Verstecken. Das Leben hier ist viel zu gefährlich. Alle freuen sich darüber, dass der Wald so friedlich geworden ist. Aber Kombu glaubt das irgendwie nicht. Warum denn? Muss Kombu sich sein Leben lang immer nur verstecken? Kennst du irgendeinen Ort, an dem Kombu leben kann, ohne sich zu verstecken? Oh ja. Das ist ja wundervoll. Nimm Kombu mit, sofort. So, den nehmen wir natürlich mit. Das ist nämlich für die Mission von Otto. Vom Meister Otto. Der kriegt jetzt nämlich diese kleine Wesen. Diese Q. Alte Fei, ich mach das schon. Das sieht weird aus. So. Damit ist das vollendet. So, jetzt geben wir erstmal den guten kleinen Knirps ab, ne? Bevor wir im Vulkan Eldin-Schrenn springen. Die Lieferung ist da. Ein seltsamer kleiner Q, bitte sehr. Seltsam, hallo? Aua. Das tat weh. Das, was ist das denn? Das ist tatsächlich eine mir noch völlig unbekannte Pflanzenart. Aber was ist das denn? Ist das wirklich eine Pflanze oder ein Tier? Dies ist es wohl einer der größten Entdeckungen unserer Zeit. Oh, das ist ja großartig. Es gibt also tatsächlich noch viele Pflanzen auf dieser Welt, die ich noch nie gesehen habe. Oh, ich spüre förmlich, wie der Forschungsdrang in mir wieder wächst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Link. Ich werde gut auf diese Pflanze Acht geben. Sag mir Bescheid, falls du erneut eine seltene Pflanze finden möchtest. 70 Juwelen! Ja doch, 70. Wir haben es bald fertig, Leute. Aber jetzt auf zum Elkan. Vulkan von Eldin. Vorne. Oh mein Gott. Hier ist der gute Herr, den wir suchen. Oh, man, so sieht man sich wieder. Vielen Dank für deine Hilfe neulich. Ich habe mich seitdem wieder auf die Suche nach Schätzen gemacht, aber die Hitze hier macht mir in meinem Alter richtig zu schaffen. Ich glaube, es ist eine Zeit für mich, dass mein Leben ein wenig ruhiger anzugehen. Kennst du einen Ort, an dem ich meinen lebenslangen Abend richtig genießen kann? Klar. Was? Das hast du für mich? Oben in den Wolken? Klingt ja fantastisch.
Wie und ich muss... ich kann mich auch noch nützlich machen, indem ich was tue. Das ist mir, das klingt mir nach Spaß. Na dann, auf geht's. Sehr gut. Abtransport. Fei, du weißt Bescheid. Und Trapo, du weißt auch Bescheid. Du musst einen Maulwurf heben. Sehen wir jetzt deine Beine? Sehen wir jetzt wirklich seine Beine? Wäre ja krass. Ja, sehen wir. Oh, der hat oh mein Gott. Der Arme, der schreit schon. Das tut mir jetzt so ein bisschen leid. Ich wollte nichts Böses. Wirklich nicht. Also nicht mit Absicht. Und da sind wir auch gelandet. Guck mal, einen freundlichen Arbeit haben wir. Ich habe diesen alten Mokpa mitgebracht. Richte dir für alten Fall schöne Grüße aus, ja? Wunderbar, du hast jemanden gefunden. Aber das ist ja kein Mensch. Ach, jetzt verstehe ich. Dieser Maulwurf wird also den Acker für mich pflügen können. Du willst mir doch nicht erzählen, dass ich hier den ganzen Tag lang das Feld bestelle. War das wirklich der Grund, weshalb ich mich hier in die Luft gebracht hast? In diesem Fall, Dankeschön, du netter lieber Maulwurf. Naja, aber ich meine, na gut, ich kann es ja mal versuchen. Wie gefällt dir das? Uhui, sieh dir das an, unglaublich. wirklich? Das ist doch nicht der Rede wert. Das Talent, die Erde umzugraben, würde uns Mokma in die Wiege gelegt. Meinst du kannst es nochmal machen? Bitte, bitte, bitte. Oh ja, weiter geht's. Ich bin so froh, dass du jemanden netten gefunden hast. Er ist ein echtes Goldschütz. Ich werde ihn in Zukunft ganz sicher um Hilfe bitten können. Nochmal 5 Juwelen der Güte und damit sind wir bei 75 und fehlen uns nur noch 5 Stück. Und diese 5 Stück, ja, die werden wir jetzt irgendwie noch heranbekommen. Oh, was ist mit Terry los? Oh, mal hereinspaziert, verehrter Kunde. Mir scheint es nicht besonders gut zu gehen. Ach, ich kann mich nicht verstellen. Im Moment bin ich leider ein wenig beschäftigt. Aber wir können uns nachts unterhalten. Bitte legen Sie sich einfach hier ins Bett und schlafen Sie eine Runde. Alles klar, Terry. Komm. Wir schlafen eine Runde. Irgendwas muss ihm ja bedrücken, den armen kleinen Terry. So, Terry, was ist los mit dir? Was hast du? Erzähl, wenn du erzählen willst. Oh, du bist in mein Bett geschlafen. Nun, du warst bestimmt sehr müde. Ich bin ebenfalls müde, weil ich den Laden samt dem Gewicht hierher fliegen musste. Aber vergessen wir das. Ich bin es ja gewohnt. Also, es ist so, ich habe etwas Wichtiges verloren. Es handelt sich um einen Insektenkäfig, in dem mein Dämonenkäfer ist. Ich bin furchtbar betrübt. Dieser Käfer war sehr selten. Alles klar, dann suche ich ihn. Oh, meinst du das im Ernst? Das wäre ja wundervoll. Mein geliebter Dämonenkäfer, bitte finde ihn. So schnell du kannst, ich flehe dich an. Und natürlich, wer hätte es gedacht, ist der wo? Ihr wisst es auch. Wir werden uns jetzt gleich dort wieder treffen. Und da sind wir. Stru, hast du etwa irgendwas zu tun? Yeah. Hey Link, alles klar? Was sagst du? Ich grinse von meiner Ohr von einem Ohr zum anderen, hä? Schätze, du hast recht. Kein Wunder, denn ich habe einen ziemlich seltenen Käfer gefangen. Erzähl mir. Neugierig? Dann hör gut zu. Nun, ob du es glaubst oder nicht, ich habe tatsächlich einen legendären Dämonenkäfer erwischt. Mann, Wahnsinn. Die Chance, einen solchen Käfer zu fangen, ist so gering, es grenzt schon an ein Wunder. Und das ist auch der Grund, weshalb ich hier verrückt strahle. Was sagst du da, der Käfer gehört Terry? Terry, der mit seinem Laden durch die Luft fliegt?
Glaubst du wirklich, dass du mich mit dieser gruseligen Geschichte täuschen kannst? Schäm dich. Ich habe diesen Käfer gefunden, also gehört er mir. Mir ganz allein. Andererseits, was einem nicht gehört, soll man auch nicht behalten. Aber ich bring's einfach nicht übers Herz, dir den Käfer so ohne weiteres auszuhängen. Wie wäre es mit einem folgenden Vorschlag? Erreiche bei der Insektenjagd für eine bessere Zeit als ich, dann werde ich den kleinen Kerl anvertrauen. Einverstanden, nimmst du die Herausforderung an? Alles klar. Und da ich ein Geschäftsmann bin, denk dran, 10 Rubine. So, innerhalb von 3 Minuten. Innerhalb von 3 Minuten seien ihr wünschten Insekten. Das wird lustig. Ja, so, auf jeden Fall. Machen wir was. Easy. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir alles finden. Den haben wir schon mal. Den haben wir schon mal. Den haben wir. Hier hüpft noch jemand rum. Genau, den wollen wir. Schmetterling brauchen wir nicht mehr. Den wollen wir. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal hier rein. Hier haben wir Leuchtekäfer. Guck mal, da ist noch einer. Nein! Komm her. Ha, hab dich. Okay. Jetzt fehlen uns nur noch Ameise. Gottesanbeterin. Und Libelle. Oh. Scheiße. Komm schon. Sehr gut. Gottesanbeterin nur noch. Wir haben's. Ja, da war die Gottesanbeterin. Glück gehabt. Fertig? Ey, du hast... Dass jemand meinen Rekord so leicht brechen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Hier, wie versprochen, ich gebe dir den Dämonenkäfer. Ich muss leider meine Niederlage eingestehen. Du hast dich als ganz schön flotter Käfer entpuppt. Du hast Terrys Insektenkäfig zurückgehalten. Darin befindet sich Terrys Lieblingsinsekt. Bringe ihn wieder zurück. Bitte sag Terry, dass es mir leid tut, falls ich ihm Kummer bereitet haben sollte. Sehr nett von dir. Mach ich. Auf geht's, zurück. Terry, wir haben was Schönes für dich. Oh, herzlich willkommen. Wir haben sie... Was haben sie gefunden? Oh, darüber lassen wir uns später reden. Okay, alles klar. Dann müssen wir halt nochmal schlafen gehen. Aber wir haben alle Juwelen der Güte denn. Wir sind denn zu 100% eigentlich durch mit dem Spiel. Wir werden noch gleich Moserko alles abgeben. Und dann schauen wir mal, was aus Moserko wird, ne? Ich bin gespannt. Ich werde gespannt drauf sein. Wie? Du möchtest mir etwas zeigen? Oh, das kann es das wirklich sein? Mein geliebter Dämonenkäfer, du hast ihn wirklich gefunden. Du hast ihn gefunden. Oh, vielen Dank. Wenn du mich tagsüber in meinen Laden besuchst, verkaufe ich dir ein Stück deiner Wahl zum halben Preis. Ja, ich habe schon alles gekauft bei dir. Und wir haben 80 Juwelen der Güte. Die 100%. Yay! Auf zu Moserko. So, und da sind wir in Mosercos kleinem Häuschen. Was sagst du dazu? Oh, da bist du etwas zu viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. 300 Rubine.
Damit allein kann ich dir meine Dankbarkeit jedoch nicht im vollen Maße ausdrücken. Ich schenke dir noch etwas. Ich benötige nur noch eine ganz kleine Menge mehr Juwelen, um ein Mensch zu lernen. Bitte lass mich nicht im Stich. Oh, ich spüre, du hast immer noch die wärmende Kraft der Juwelen der Göttin. 80 Stück. Hast du sie tatsächlich für mich gesammelt? Vielen Dank. Oh, ich danke dir so sehr. Nimm das als letztes Geschenk von mir. Luxusgeldbörse. Eine enorm große Geldbörse lässt sich selbst dem reichsten Händler erblassen. In ihr kannst du 9000 Rubine aufbewahren. Es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es wird dir bei dem weiten Weg sehr nützlich sein. Oh, diese Menge an Juwelen. Das sollte reichen, um ein Mensch zu werden. Ich bin so aufgeregt, ob es wohl funktioniert. Was? Nun, Link, wie sehe ich aus? Du musst nichts sagen. Ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Ich habe mich so sehr verändert, dass dir fast die Worte fehlen, nicht wahr? Ich bin dir so dankbar, dass du so viel für mich getan hast. Von nun an werde ich versuchen, als Mensch glücklich mit allen, mit den anderen zusammenzuleben. Das freut mich, Moserko. Und damit würde ich sagen, habe ich die 100%. Ups. Ja doch, ich habe die 100%. Und wir machen im nächsten Part weiter, wo es denn fast eigentlich nur noch zum Ende des Spiels geht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.